So, und dann geht es also los mit der Knife in diesem Match. ESC gegen LGB, finally. Und die Knife wird natürlich auf dem A, das ist ja keine Frage. Ja, und das war ein Free-Frag mal wieder, hier für Exam diesmal. Und noch ein Free 100% Frag, glaube ich, war das. 100 HP Frag kann man eher sagen. Und Snax hat gar keinen Kevlar. Das heißt, er hätte den HP verloren, wenn er mit einer Decoy abgeschmissen worden wäre. Wow, letztens irgendwo war wieder ein Frag mit einer Granate. Das war sogar beim Beaded Cup irgendwo. Ja, LGB gewinnt. Die Knife darf entscheiden, wo sie starten wollen. Und sie wollen auf der CT-Seite starten. Damit, ja, also, legt ESC auf der T-Seite vor. Und da haben wir ja schon vorhin gesehen, das könnte besser laufen. Ich umschreibe es mal so harmlos wie möglich. So, das sieht nach dem Argo aus. Vielleicht wollen sie den Fake, den sie vorhin auf A benutzt, also für B benutzt haben, jetzt einfach mal als Fake-Fake spielen. Also sie tun so, als wäre es B. Sie tun eigentlich, ja nee, eigentlich müssen sie es andersrum machen, wenn dann könnte sie es noch andersrum machen. Also vergesst die letzten 10 Sekunden meines Geschwafels. Zwei Leute auf dem A-Spot, zwei schieben aber schon ziemlich schnell nach. Nate hat gut gesessen, er hat schon mehr als 100 HP gezogen, glaube ich. Olaf, da konnte er kaum daneben schießen, Bombe liegt. Aber allzu gut sieht es hier nicht. ESC aus, obwohl, naja. Headshots sind natürlich immer möglich. Aber in dem Falle dann doch etwas schwer. Snax mit 3 schon diese Runde. Snax oder Krims, und Krims weiß, wo er steht. Trotzdem kann Snax den Frag machen. 4 Frags von ihm diese Runde, diese Pistol. Und das Ding hat er wirklich fast im Alleingang gewonnen. Ich wieder mein Shame on me muss ich wieder machen, weil ich ja gesagt habe, dass es eigentlich eine Runde für die CTs ist. Ja, und damit 2 bis zu 2 Anti-Ekos für LGB. SC überstürzt hier nichts. Wir haben da ganz ruhig. Jetzt soll also der Begor kommen. Keine Nades hier, weder bei Krims noch bei Stücken. Das heißt eigentlich, da müssten sie einfach drüber kommen. Krims schafft zumindest einen Frag. Snax jetzt mit der Bombe kann auch einfach legen. Also da sollte kein Problem sein. Frage ist nur noch, ob ESC hier ein paar Waffen verliert. So, Olaf fällt. Tars geht auch auf Nummer sicher. Safe nicht über B-Haus. Also, erste Anti-Eco souverän geholt, erst hier eine Waffe verloren, jetzt also in die zweite. Müssen wir vielleicht ein bisschen Feuerpower zumindest bei LGB. Eine P250, vielleicht auch ein paar USPs natürlich dabei. Müssen sich vielleicht noch was trauen. Ja, der erste Shot war schon mal gut, Pet. Und noch mit 60 HP, aber der die B-Trap hier sieht nicht so aus, als würde sie Erfolg bringen. Ja, da schiebt schon Olaf rüber. Aber er hat auch die Deagle. Kann er vielleicht ein bisschen Damage rausziehen.
Peer hat sogar weitere HP verloren irgendwo. Das war nett. Dieser Molly. Task First Frag diese Runde. Wurde einfach übergangen. Ja, und das sieht wieder nach einer sehr guten 5er Runde aus. Mal schauen, ob das ESC auf dich setzt. Schippen alleine. Ja. Also keine Frags in den beiden. Ich glaube, erst so. Nee. Die Runde davor habe ich auch keinen Frag, also maximal einer. Ja, einer muss gewesen sein. Also letzte Runde ein Frag, diese Runde dann keiner, beziehungsweise vorletzte Runde einer, letzte Runde keiner. Das ist gut für ESC und ihr Konto, wie man sehen kann. Da, ja, Snacks, Neo und Tars sind da schon ein bisschen enteilt. Majaki jetzt mit einer AWP und die Smoke trifft den Döner. Und macht hier alles ein kleines bisschen grauer in der Welt von Majaki. Snacks an dessen First Frag kann sogar Olaf ansagen und zumindest auch ein bisschen anschießen. So, und Kims hat sein ganzes Magazin verballert. Er hat einen M4-1. Warum zur Hölle ballert er da einfach rein? Zumindest noch einen holen. Absolut tödlich normalerweise, was mit der M4 zu machen. Da ist dann Schluss, Majaki. Also direkt die erste Equip geht an LGB. Müsste ja genug Geld haben eigentlich, trotz verlorener Runde. Drei geholt, jetzt gerade eben auch noch relativ in Ordnung gestanden. Boah. Ja, manchmal frage ich mich, ob die da echt was sehen oder einfach nur richtig gutes Gehör haben. Kann man mal zur Belustigung einfach mal, ups, das vielleicht nicht, das hier mal ausmachen. Mal schauen, wie es also aus der Sicht der Spieler aussieht. Okay, jetzt inklusive Döner schon eingenommen von ESC. Olaf ist der, der hier als erstes dran glauben muss. Und Snacks wird auch schon relativ gut. Aber der Axel der Einzige, der irgendwas machen kann. Smoke ist jetzt auch verworfen von ESC. Axel scheint da einfach durch die Smoke durchzugehen. Kann er sogar noch einen holen. Zeit ist trotzdem noch gerade so genug da eigentlich. Und Schütten auch verschießt wieder sein ganzes Magazin durch die Smoke. Ist halt schon ein bisschen bitter. Zwei Leute sind jetzt bekannt. Einer muss bei der Bombe stehen, einer im A-Haus. Und Hyper steht da. Weiß nicht, ob er da unbedingt bleiben sollte oder ob er nicht nochmal schnell switchen sollte. Zumindest braucht er guten Support eigentlich von Snacks. Und der ist schon mal umpostiert. Weiß nicht genau, wie die Bombe liegt. Aber so oder so, beide Frags am Ende für ESC. 4:1 damit für sie. Ganz wichtig, LGB dürfte wieder kein Geld haben. Die sparen auch nochmal dann. So, wieder eine Art Trap. Sam konnte jetzt schon Action ausschließen und da schieben sofort alle CTs rüber. Aber ein paar Sekunden zu spät. ESC ist schon auf Spot drauf. Kann jetzt auch legen. Ja, kann vielleicht jetzt legen. Auf ein zweites. So,
So, Pete könnte jetzt gleich durch Exim geholt werden. Nein, Pete hat dann noch rechtzeitig was gehört. Das sieht jetzt für die restlichen beiden CTs auch nicht sehr viel besser aus. Und auf der letzte, was also auch angesagt, auf jeden Fall hier. Boah, Olaf holt noch zwei. Headshots, schade, dass ich da nicht drauf war. Mehr Culpa. Wie auch immer die gemacht hat. Den Schattenvorteil konnte halt mal gut sehen. Und das sind die kleinen Dinge, die schon ziemlich viel Einfluss in CSGO nehmen können. Jetzt wird A gefaked und B wohl gegangen. Oder nee, B zieht sich zurück. Hat jetzt. Snax hat all sein Zeug verworfen. Das ist auch ein bisschen bitter. Und nichts passiert. Absolut nichts ist passiert. Doch nochmal ein Switch-Action-Split. Ja, sogar Teerhaus ist auch noch Snacks. Also jetzt wird es ziemlich viel Kreuzfeuer. Obwohl man in Unterzahl ist. Ich weiß nicht, ob das allzu gut ist eigentlich. Da wird man ziemlich schnell gerefragt. Ja. Und jetzt Tars gegen 2. Zumindest die Bombe legen. Das heißt, Geld für nächste Runde auf jeden Fall da. Da steht Krims dann mit der AWP. Das heißt 2 zu 5. ESC kann aber nächste Runde noch kaufen. Ganz wichtig. Zur Frage LGB. LGB ist durch den Open Qualifier gekommen. Paar Spieler könnte man vom Namen her kennen, auf jeden Fall. RGB hat jetzt gegen NiP, glaube ich, 16-14 gespielt gehabt, auch relativ gut. Boah, nicht der Shot von Neo. Und auch so, also im Open Qualifier haben sie sich sehr gut präsentiert, da habe ich am Anfang auch gedacht, es wäre irgendein Mixteam. Aber dem war nicht der Fall, während ESC die Runde ziemlich eindeutig gerade holt. Ja, in der Equip sogar. RGB auf jeden Fall ein Name für die Zukunft. Das ist immer das Schöne eigentlich, wenn so LAN-Tournaments organisiert werden. In Qualifiern, auch zum Teil, wenn dann so Invite-Spots sind, wie zum Beispiel auch auf der DreamHack sein wird, da kann es gut sein, dass das ein oder andere Team eine gute Überraschung abgeben wird. Schütten jetzt schon mit 2. Dann ist bei Pete Schluss. Also ESC langsam hier am Absetzen, das ist auch ganz wichtig. Bisher sind sie in beiden Matches ja erstmal ein bisschen hinterhergehumpelt. Auch beim Train-Match, auch wenn sie da ziemlich schnell die Spur gefunden hatten, war das dann doch ein kurzer Anlauf nochmal, wo der Motor gestottert hat. War der Motor abgewirkt, dann nochmal neu starten, dann ging es gut ab. Das ist jetzt schon zumindest ein bisschen besser, dieses Spiel. Auch jetzt eine Eco für LGB. Und das ist auch extrem wichtig für ESC, eben diese Runden jetzt schön in Folge gewinnen. Die Ecos eben, ja, egal ob sie deutsch gewinnen oder nicht eigentlich. Hauptsache die Ecos holen und den Equips dann gut zuschlagen. Ah, dann wird der Shot hier von Skitten. 1 AP, 99 Damage bei ihm. Ja, da wird er auch ja nicht mehr viel ausrichten können. Hyper, 4 Kills diese Runde. Ich glaube, 2 oder 3 Mal sogar Assist von Pete. Und jetzt schütten. Er steht da immer noch. Aber wenn er das jetzt. Wenn er da jetzt einen Frag gemacht hätte, wäre es halt sowas von dreist. Den macht aber Pete. Damit. Ja, 7. Runde für ESC.
Halbzeitführung schon fast sicher. Und RGB muss wohl sogar doppelt sparen. Ja, zwei, da hat ein bisschen wenig Geld, aber sie kaufen sich trotzdem voll. Haben eigentlich auch nicht wirklich allzu viel Zeit hier zum Schimmeln, das muss man sagen. Die Kurs kostet natürlich ziemlich viel Runden. Nächste Schütten. Kann einen holen, kann zwei holen. Dann ist aber Schluss. Dann schlagt die noch on spot, fällt auch. Zwei gegen zwei. Nein, 2 gegen 1. Und ich weiß nicht, ob Peter Olof ansagen konnte. Oh, Neo. Da will ich nochmal A gehen. XM hat eine Max-7. Die muss auf jeden Fall nochmal tauschen vorher. Eine Max 7 bei XM, das ist Worst Case eigentlich. Oh, Neo geht ja ganz def. Geht nochmal an allem vorbei. Und er kann hier Olof holen. Und XM hat nur eine Max 7. Und XM geht auch nur auf Frag. Hat kein Dev-Kit, zumindest noch eine Waffe kann er mitnehmen, dann in die nächste Runde. SC muss vollkommen neu kaufen, da geht auch das Geld für die gewonnene Runde fast wieder komplett drauf. Hyper braucht wahrscheinlich sogar einen Drop, obwohl, ne, reicht auch so. Ja, also SC schon mal Halbzeitführung sicher. Diese Eco wieder. Eigentlich läuft relativ gut sogar für LGB. Können jetzt sogar die Bombe down kriegen. Pilt hier auch gerade ziemlich alleine. Jetzt kriegt er erst Support von Hyper. Ja, wird die Zone nochmal richtig knapp. Eigentlich eine der sichereren Runden hier, die man holen muss. Und sie holen sie sogar noch mit vier Leuten. Also, da wiederum ESC, ja. Kann man auch nicht wirklich sagen, wie das jetzt gerade eben so einfach passiert ist. Aber eine Viererrunde in der Eco muss ja schon nicht sein. Ich glaube, einer hat ja eine Waffe gehabt. Das war was Krims, der die Waffe durchgebracht hat in der Runde davor. Ich weiß es nicht. Nee, das war XM. Hat eine Waffe mitgebracht, auf jeden Fall. Das war halt echt absolut unnötig. Trotzdem natürlich jetzt die Möglichkeit für LGB, wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Argo ist im Anmarsch. Kam doch schnell on-spot wohl. Na? Jetzt mindestens eine Smoke nicht optimal oder ein Spieler. Olof stirbt aber, also wurde er gerefrackt. Das ist ja auch in Ordnung. Bombe kann gelegt werden. Die Smoke dürfte bald vergehen. Vier gegen drei Situationen. Majaki mit AWP hier am Kerrigan. Mit einem Supporter. Shit, dann ist das. Also kein Frag machen, wird aber auch sofort gerefragt. Gegen zwei Krims. Reicht aber nicht. 9 zu 3. Also ESC schon mal um einiges besser als im ersten Spiel hier auf Mirage. Auf der T-Seite. Und auf der CT standen sie ja relativ gut. Ausnahmsweise. Und man hat mal wieder X-Ray an. Ah, genug Zeit auch ohne verbracht. Oh, Olof direkt AWP. First Frag bei ihm. Oh, Hyper dürfte gesteppt haben. Schütten dürfte das eigentlich mitbekommen haben. Weiß nicht, ob sie ihn hier abzielen dann. Taki nur mit einem Deagle bewaffnet. Ah,
Spieler kurz hier. Frage ist Meraki. Ob Piper da in die falsche Richtung vielleicht irgendwann guckt? Nee, so bestimmt nicht. Und bei dem Gebratze kann es eigentlich mit der kaum gut gehen mit der Waffe. Das wären jetzt Unterholz erfolgreich gewesen. Smoke kommt ein bisschen delayed, ein bisschen zu spät. Bombe kann jetzt gelegt werden. Beide kommen wieder bei Kerrigan, beide LGB-Spieler. Oh, und Krims holt tatsächlich mit der M4 noch ein. Okay, okay. Er wird gesaved. Ich bin schon Richtung Safe gegangen. Und jetzt wird wahrscheinlich gejagt. Was das Zeug hält, es ist Entensaison. Nein, Hasensaison. Piper auch schon ein bisschen Schaden bekommen. Das war extrem knapp hier. Krims, nein, er fällt auch noch. Da ist sogar noch Krims und ganz kurz vor unten Ende. Und das heißt, keine einzige Waffe jetzt für LGB. Keine einzige. Also das Potenzial vielleicht, wie in der einen Pistole, wo man sagen kann, okay, wir haben noch eine Waffe, lass mal da was probieren, noch eine Waffe uns irgendwie zu ergaunern. Das ist jetzt nicht da. Also jetzt auf jeden Fall eine ziemlich schwere Eco hier für LGB. Ich glaube nicht, dass hier ESC das noch einmal so spielen wird, wie sie es vorhin getan haben. Krims muss sich sogar schon vom B-Haus zurückziehen. Low HP bei ihm. Doppeldeckung auf B und da ist Majaki schon relativ weit. Boah, Majaki steht jetzt wirklich hinter den Reihen. Piper kann währenddessen am B den First Frag machen. Sogar den zweiten B-Spieler. Ganz wichtig ist ja auch eigentlich, ja, Schütten macht jetzt den Refrag. Ganz wichtig ist hier, was Majaki macht. Er geht, ich will nicht sagen, dass er falsch geht, aber er geht halt schon ein bisschen unglücklich. Oh, und Pete verschießt einmal. Und Majaki kann ihn jetzt auf jeden Fall holen. Dann ich dachte auch, wo kommt der denn her? Spot ist aber frei und das ist das Wichtige letztendlich in dieser Runde. Nächste Runde kann LGB sowieso kaufen. Und die Runde scheint hier an ESC zu gehen. Noch natürlich alles offen. Majaki auch mit einer AWP sogar bewaffnet. Ja, sogar. Ich glaube, jetzt will er sich schon gerne gegen AK tauschen. Obwohl, kann den Frag gegen Taz machen. Damit müssten eigentlich beide relativ bekannt sein. Und Snacks und Neo machen beide die Frags sicher. Jetzt zählen aber schon 11. Runde. Und damit letzte Runde jetzt dieser ersten Halbzeit. Beide Teams natürlich nochmal schön voll gekauft. Neo sogar mit einem Taser, sehr schön. Wunderschöne Waffe eigentlich, der Taser. Ja, gibt es etwa einen schnellen Action-Go? Das sieht danach aus. Ist auch ein bisschen alibimäßig, da nur eine Smoke zu schmeißen und zu hoffen, dass da alles gut geht. Für Exim geht aber alles gut. 3 gegen 2. Das könnte nochmal eine Runde für ESC, für LGB werden. Ah, und Piper verschießt er gnadenlos. Jetzt Snacks ja geht. 8 HP gegen 3, das wird ein bisschen schwer. Und Schütteln. Ja, damit letzte Runde für LGB. Vielleicht zumindest ein kleines Aufbäumen hier von den Schweden nochmal. Jetzt Pistol holen. Und dann vielleicht einen kleinen Lauf starten. Das ist auf jeden Fall im Bereich des Machbaren. Und ja, wie immer, also jetzt in der Halbzeit ein kleines Stückchen Unterbrechung. Bis gleich.
sind wir pünktlich, hoffentlich gleich zur zweiten Halbzeit wieder bereit. 20 Sekunden sind es noch, bis es weitergeht. Also in diesem Match 11:4 der Halbzeitstand. Und ja, bisher keine wirklich außergewöhnlichen Einbrüche, weder nach oben noch nach unten von den Teams. 11:12, 13:13, aber auch die anderen Spieler bei LGB nicht allzu schlecht postiert. Genau das gleiche auch bei, ja, ESC, Snacks mal wohl ausgenommen. 15:5 ist dann doch ziemlich nett. Und jetzt also geht das los. Zweite Halbzeit, und da braucht auf jeden Fall jetzt hier LGB ein Erfolgserlebnis. Dieses Erfolgserlebnis soll anscheinend wirklich auf A eintreten. Ein einziger B-Spieler, das ist da schon ein bisschen dürftig, da habe ich eine einzige Flash zu schmeißen. Und zu sagen, das wird schon irgendwie aufgehen vielleicht. Jetzt kommt der Argo und Taz hat noch eine Incendiary. Eigentlich lohnt es sich jetzt nicht, die zu früh drauf zu schmeißen. Die kann man dann gut wirklich zum Delay des Spots benutzen. Gut, jetzt auch von Neo, dass er da das A-Haus wegsmoked. Jetzt kommen ja aber die T's gut voran. Keinen einzigen Spieler verloren. Jetzt Neo. Bombe wird jetzt gelegt. Die Krems kriegt ja sogar einen guten Shot ab. Kein Dev-Kit bei ESC. Ja, und dann ist es eine Viererrunde für LGB. Und ja, das könnte ein Aufbäumen sein. Wir hoffen es mal. Dass es ein kleines bisschen spannender jetzt noch wird hier im letzten Match des heutigen Abends. Ja, nochmal ein kleiner Hinweis. Also, wenn es Sachen gibt, die ihr gerne, wo ihr meint, ja, das könnte man auch anders besser lösen für den Stream, dann schaut einfach auf 99 Damage im Forum vorbei, in der Heimtribüne. Dort seid ihr immer herzlich eingeladen, eure neuesten Vorschläge und Anregungen zum jeweiligen Streamer unterzubringen. Denn im Chat, weder bei 99 Damage noch hier, ist es sehr wahrscheinlich, dass das immer gesehen wird im Forum. Schauen wir Castor auch wirklich immer vorbei, um zu sehen, ist irgendwas die letzten Tage passiert, was vielleicht, ja, gerne anders gesehen wäre von euch. Und da werden wir dann schleunigst auch drauf reagieren. Kein großartiger Raumgewinn hier. LGB holt sich jetzt langsam die Mitte ein in diesen ersten Dreiviertelminuten. Jetzt hat sogar XM noch einen Headshot und der fällt auch. Majaki fällt auch noch. Und da spallert Neo fast Hyper ab. LGB ist zwar on spot, die Bombe fehlt aber noch. Dann mit den letzten beiden, aber die Eco kann sich sehen lassen von ESC, da muss auf jeden Fall gut nachgekauft werden jetzt. Ja, wird das Geld um einiges fallen bei einigen Spielern hier. Krims 500. Da. XM hat auch noch keine Waffe. XM wird also ohne Waffe spielen. Das ist also der Deal. Vielleicht hoffen, dass da irgendwo was für ihn abspringt. Wieder eine schnelle Late gegen Action, worauf Olaf nicht ganz so gefasst war. Die Situation wieder langsam Mitte eingenommen jetzt. Dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, bis sie die Guns einnehmen werden. Taz währenddessen mal Action durch. Aber die Pose ist halt auch jetzt schon so bekannt. Ich weiß nicht, ob sich wirklich darunter stehen zu bleiben. Zwei Spieler stehen noch wirklich aktiv für A. Der Rest noch so ein bisschen verteilt. Jacky mit dem First Strike gegen Neo. Da schieben auch gerade wohl die Terroristen Richtung B. Ist nochmal ein Mini-Döner-Boost. Und Snacks konnte dann Refrag setzen. Boah, wird sogar noch durch die Wand geholt. Netter Shot. Schütten. Auch Krims. Oh, da ein bisschen Pech für Hyper. Direkt in Panik. Ja, die Runde dann umso sauberer. Eine Waffe muss hier LGB verkraften. Aber ich glaube, die hat sich schon XM geschnappt gehabt. Also, da ist auch alles im guten Bereich. Alles im grünen Bereich, genau. Alles. Pete mit einer AWP.
So, Pete, kannst du ein bisschen First Frag setzen damit. Und zieht sich dann zurück. Das ist aber schon guter Support da. Taz steht noch. Teneo steht auch noch einigermaßen. Oh, Taz hat einfach übersehen. Kann einholen. Kann beide holen. Oh. Aber da wird er wahrscheinlich nicht... Durch den Nate überlebt er tatsächlich. Ah, er steht davor. Okay. Ja, ich hätte ihn jetzt wohl auch gesehen. Da kam ja auch irgendwas. Der Nate gegen Taz. Ja. Und jetzt extrem alleine gegen drei. Kann auch einen durch die Smoke holen. 52 HP hat er noch. Kann er zum Helden werden. Bombe hat er auf jeden Fall. Und holt noch Hyper. Oh, und dann Snax. Ja, Snax am heutigen Abend wirklich hier gerade der hier die Runden rettet. Olaf versucht auch mal AWP. Ich glaube, da hat keiner bei ESC eine AWP. Das heißt, er wird auch nicht sehr viel Kontakt bekommen hier an der Mitte oben. Tees. Können sie sich Döner boosten? Ja, da hat Pete ein bisschen Pech. Sogar zurückgegangen, LGB, haben sie ihren Dönerspieler zurückgezogen, gute Entscheidung. Jetzt soll es gegen B gehen. Und Hyper kann immer noch nichts ansagen, jetzt müsste eigentlich ansagen können, dass da auf jeden Fall was steht. Aber ab wann? Gibt es hier Support, da gibt es Support von Neo, ne. Kein wirklichen Support, Hyper mit einem. Boah, netter Shot von Olaf hier, unscoped im Laufen. Das sieht gut aus für LGB. Das Einzige, worauf sich SC konzentrieren kann, ist, wenn da ein bisschen Waffen noch zu ziehen. Aber auch das wird ziemlich schwer hier. Das bedeutet, ja, LGB kommt langsam wieder auch in ihre Fahrtrichtung. Diese bedeutet vorwärts in die Zähne auf jeden Fall. Zumindest mal in die zweistelligen Bereiche kommen. Ja, und GSC jetzt für kleine Durchhänger. Naja, jetzt ein Spar von drei Spielern. Aber da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, gegebenenfalls mit einem Rush eine Waffe zu holen. Das wollen sie aber wohl nicht probieren. Sie spielen mit Neo. Ah, Taz und Snax haben jeweils Waffen. Verteilen sich da auf A beziehungsweise auf Mitte und B. Ah, dann damit nur so Support ähnlich. Das soll nun rein Argo geben. Die Smokes. Ah, hat Snax eine so optimale Posi. Wechselt sich auch. Wechselt sich noch? Nee, wechselt nicht. So, auf jeden Fall kann hier Pete ein bisschen was ansagen. Kann aber keinen Frag ziehen. Ah, da werden sie einfach überrannt on spot. Da könnten eigentlich Neo und Taz. Ich weiß nicht, Taz kann saven. Und Neo kann auch einen Exit Frag kaufen. Viel mehr ist auch hier nicht drinne. LGB hat noch alle 5 Spieler. Vom Geld her. Ja. Der ist wichtig für SC, da zumindest eine Waffe zu holen. Am besten 2. Ja, und damit wird Taz wohl der Einzige Überlebende CT bleiben. Kriegt
der wahrscheinlich von seinem Police Departement dann den, ja, Le Badge des Charmes. Weiß gar nicht, wie man das dann nennen möchte. So, mal ziemlich offensiv hier, was die SC probiert. Mal schauen, ob Majaki und Schütten hier davon profitieren können. Schütten auf jeden Fall. Tas hat noch seine Waffe. Tas kann noch einen holen, das ist auch, ja, in Ordnung. Majaki geht auch vor, verstehe ich nicht, wenn er mit noch HP als einziger noch da ist. Alle anderen gute HP, er geht vor und fällt. So unsinnige Ausgabe jetzt hier, wenn sie ein bisschen Geld haben. Das kann sich schlagartig ändern. Ja, damit LGB also zweistellig. Pet wieder mit einer AWP. Mal schauen, wohin geht. Olaf geht sogar hier auf Jungle Schlitz. Und er macht den Frag. Jackie wird aber ja ein Gerefrag. 4 gegen 4 und es sieht nach B aus. Die A-Spieler haben sich zurückgezogen über C-Spawn, sind geschoben. Na, jetzt wollen sie doch mitgehen. Und er ist total weiß. Jetzt aber mit einem, aber keinen zweiten setzen. Jetzt Tars. Ha! Ich glaube, das. Also, Olaf schreibt S-K-I-T-S-P-E-L. Ich glaube, da kann sich ja auch jetzt jeder Deutsche vorstellen, was damit gemeint ist. Und da holt der SC tatsächlich noch die Runde. Ja, also natürlich alles überschattet durch den riesen Flame hier von Olaf. Ja, und damit, also LGB hat zwar die zweistellige ja, Zahlen erreicht, Nummern, Ziffern, aber ESC jetzt damit sofort, ja, geantwortet. 13 zu 10. Supportet hier Majaki, da ist immer noch Olaf. Winster. Mal schauen, ob er da noch wegkommt. Ich weiß nicht, ob er gesehen wurde. Schütten hat währenddessen auch einen Frag auf A gemacht. Und da stand er wirklich sehr, sehr ungünstig. Wiederum ein Refrag von Tars, aber an einer ganz anderen Stelle. Da muss ich vielleicht jetzt überlegen, dass in Zukunft doch mal ein bisschen mehr ja, zusammendecken, dass sie da nicht so einfach auf Frags kassieren. Das ist ganz wichtig, was Hyper hier machen kann. Defensiv. Pete kann den Frag machen. Damit 3 gegen 2 und sehr viel Zeit ist nicht mehr. 20 Sekunden noch. Hyper auch. Noch ein Frag und Pete auch. Und im Moment kommt ESC wirklich im mittleren Bereich der Runden viel besser zurecht. Machen da die nötigen Frags, um das Spiel noch ausgeglichen zu halten. Und damit dafür werden sie im Moment auch wirklich belohnt. 14 zu 10. Da, ja. Gute Chancen jetzt für ESC. Viel Geld ist bei LGB nicht. Und diese Runde, ja. Wenn bei dieser Runde dann also ein Sieg ESC raussprenge,
wäre das auf jeden Fall nicht sehr viel, was RGB in der entscheidenden Runde kaufen könnte. Pete macht den Frag gegen... Ja, niemals da gegen Olaf mal wieder. Aber diesmal ESC spielt da nichts zu riskant. Bleiben alle ungefähr auf ihrem Posten. Jetzt stirbt Hyper. Oh, Neo braucht er ja. Oh! Netter Shot hier von Grimms. Kaum lobe ich einmal ESC für ihre Arbeit in der Mitte. Kassieren sie solche Schüsse. Komm, er legt jetzt. Devkits sind da. Eine Smoke sogar noch bei Pete. Der ESC braucht ziemlich lange da, um Onspot zu kommen. Bis jetzt anscheinend gemerkt haben, dass er gar keiner ist. Da ist schon noch ein bisschen Zeit vergangen. Ja, und da ist es dann doch eher eine Abschlachtung. Also, RGB zumindest hier ein Mini-Matchball, würde ich sagen, abgewendet. Denn da hätten sie auf jeden Fall kaufen müssen, was geht. Vielleicht sogar, das hätte man nicht mehr als irgendeine MP-Eco bezeichnen können. 14-11. Und damit, ja, genug Geld auf jeden Fall für die letzten Runden bei RGB. Um zumindest einigermaßen was zu kaufen. Vice versa, jetzt eine Spar bei den CTs. Hyper. Oh, und auch Taz. Erfolgreich. Und da geht eine Waffe auf jeden Fall jetzt hier an Taz. Gegen drei Situationen. Neo kann hier viele Steps, glaube ich, sogar ansagen. Einen auf jeden Fall. Ja, zweiten auch. Da ist Pete ziemlich schnell hinter denen. Wichtig wäre es eigentlich, dass Neo zumindest noch einen Frag schafft. Und den schafft er auch! Von hinten. Ich glaube, das ist aber aufgeflogen. Pete. Ah, Tars. Bisschen zu aggressiv gewesen. Ist auch richtig, glaube ich, eigentlich unnötig gewesen. Kann auf jeden Fall gleich dann gelegt werden. Bisschen Equipment haben sie sogar noch. Und die kommen jetzt, die Granaten. Ist dann eigentlich auch, ja, Möglichkeit, was zu weisen. Das tut er auch. Und Pete erwischt es dabei. Ah. Majaki mit 7 AP kann er dann noch die Runde retten. Ja, aber ist ein bisschen bitter. Aus ESC sich, dass da Taz vorgegangen ist. Da war kein wirklicher Grund eigentlich da. Die hätten sie ganz locker den Spot of Retake spielen können. Natürlich, auch wenn sie keine Deathgates haben. Verstanden sie wirklich sehr, sehr gut. Aber, naja. Hat nicht sollen sein aus ihrer Sicht. Damit müssen sie jetzt leben. RGB, ja, schon mal wieder ein bisschen Geld trotzdem. Auch wenn natürlich drei Leute wieder das Zeitliche gesegnet haben. Wir stehen noch sehr, sehr weit hinten jetzt. Schon eine Dreiviertelminute, fast eine ganze Minute vorbei. Kaum Contact hier gerade. Drei Leute Action. Einer am A-Haus. Olaf hat auch nur eine AK. Ist kein AWP. So, Task kann den Go nochmal kurz verzögern. Aber dringend Support. Kann noch einen holen. Zweiten anschießen. Snacks kann den hier noch machen. Kaum Equipment, aber auch kaum Nades hier bei ESC. 4 gegen 2. 3 gegen 2. Und dann sterben hier Roloff und Exam fast parallel. Damit ESC draw safe. Und 3 Matchbälle für sie, die sie jetzt ja verwerten können. Und da so viel Geld ist anscheinend auch wirklich nicht bei RGB.
Tech 9. Ohne Shotgun. Ich hoffe, was geht. Hyper ist der, der den First Flag schafft. Ist da mal den Weinkeller gepusht. Und kann sogar Olaf holen hier. Schöner Shot von ihm. Krimslow HP 4 gegen 3. Muss schon bald irgendwo ein Frag kommen. Oh, ein Hyper, der hätte sich da fast angeboten. Glück gehabt, dass die Smoke noch ein bisschen gehalten hat. Bis er rüberkam. Majaki mit einem, mit zweien. Und damit aus einem 4 gegen 3 ein 3 gegen 2. Hyper auch wirklich sehr wenig HP. Das ist eigentlich auch wirklich unnötig gewesen eben. Aus Sicht von ESC. Majaki kann mit sogar noch den nächsten holen. Und noch ein. 4 Kills von ihm. Gute Leistung auch von ihm diese Runde. Da habe ich nicht so viel AP gehabt. 50 hat er noch. Er hat noch 50 gehabt. Okay. Ja, umso schlimmer dann. Umso schlimmer dann. Ich glaube, Exam war der mit Low HP. Ja, erster Matchball abgewehrt. Also bleiben nur noch zwei übrig. Und diesmal Olaf First Break gegen Snax. Und Snax war der, der auch sehr relativ gut geschossen hatte. Ja, Mitte oben jetzt. Hat aber auch geholt. Ja, und es sieht so aus, als würde dieses Match die Distanz gehen. Going the distance. Es kann noch einen sogar einen Headshot geben, das ist Majaki. Oh Gott, ey. Smokes gibt es in diesem Spiel, glaube ich, gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Keine Deathkits, das heißt, die Runde ist eigentlich auch so gelaufen, außer passiert jetzt echt ein Wunder. So viel Zeit ist hier nicht mehr. Also geht ja dieses Match auf jeden Fall die gesamte 30 Runden. Und da entscheidet sich, wer hier mit wie vielen Punkten tatsächlich nach Hause geht. Gucken wir nochmal kurz also auf die Finanzen. Und da haben alle wohl noch gerade so genug zum Kaufen. Und das nur mit einer Farmers. Weiß nicht wie. Ja, genehm es ihm mit der Waffe ist. Zum Beispiel in Get Right ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob er eine Farmers oder eine M4 in der Hand hält. Auf jeden Fall macht es manchmal den Eindruck. Ja, und der Patch ist wohl gerade rausgekommen. Aber ich glaube, da ist jetzt nicht so viel dazugekommen. Fertig gespielt wird natürlich auf dieser Version und es wird hoffentlich auch keine Unterbrechung mehr geben, dass er hier keiner disconnected, selbst wenn, könnten man es nicht ändern. Letzte Runde und danach also der neue Patch. Es ist wohl nur was für die User Interface gekommen. Oh, 50 Sekunden jetzt noch bei LGB. Da steht Tars wieder an der Action, diesmal noch weiter vorne. Und drei Leute sogar auf dem A-Spot. Nicht ganz eigentlich, meiner Meinung nach nicht ganz so nötig, wenn Tars schon hier vorne steht. Hyper stirbt jetzt am B-Spot und das ist ganz, ganz ärgerlich. Er hatte Neo schon öfters jetzt seine Probleme gehabt, dann die pushenden Horden von TC aufzuhalten. Einen kann er zumindest noch holen. Pete kann währenddessen die Mitte sauber machen. Aber da kam gar kein Support eigentlich sogar für Neo gerade. Das ist extrem bitter. Olaf hat zwar verschossen, aber trotzdem 3 gegen 2 Situation jetzt. Und Snax der Einzige mit Death Kit.
Boah, netter Shot von ihm. Netter Reflex. Einer ist noch angesagt, der andere, er kann nur entweder Kurz- oder Bushalte sein. Jetzt sind beide angesagt hier. Und eine 1 gegen 1 Situation hier. Oh, und er weiß, wo er steht, er weiß, wo er noch steht. Und Snacks holt die Runde noch. Wow. 16 zu 14, Olaf, ja, da riesen Fehler eigentlich mit der AWP. Wow, und da haben sie eigentlich eine fast sichere Runde doch noch hier. Also haben sie eine fast sichere Runde hergegeben. 16 zu 14 damit für ESC. Wow, das wurde am Ende nochmal richtig spannend. Also, das war doch ein wunderschöner Abend, den wir jetzt miteinander, ja, feiern durften, begegnen durften. Leider muss ich sagen, das war's für heute. Ich kann euch nicht mehr wünschen als einen wunderschönen Abend. Vergesst nicht, die Streamzeiten der nächsten Tage zu überwachen. Da kommen wunderschöne Ereignisse und Matches auf euch. Rele einmal, European Championship, ESWC Qualifier. Also das ist alles noch da für euch, was ihr benötigt. Ich gebe euch jetzt nochmal kurz den Sauce und dann lassen wir das Ganze heute mal ein bisschen ausklingen. Vielleicht mein Blutdruck ein bisschen runterbringen noch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und dass wir ja vielleicht bald wieder bei 99 Damage einschaltet und wir, ja, alle bedanken uns für euer Zuschauen, wünschen euch noch einen schönen Abend, macht's gut, tschüss und bye bye. I'm Kim Sasa Hammer, a professional player for Team Fnatic, one of the most accomplished esports teams in the world. Today I'm very excited to show you some of the latest features from MSI Gaming Notebooks. Take a look here. This is the second generation of MSI GT70 Dragon Edition, a gaming notebook that fulfills every gamer's dream. MSI has been talking to gamers for years, and I know what a good gaming notebook is. When I play games, speed is important. This notebook gets extremely fast speed. Thanks to MSI's exclusive Super 8 2 technology, it makes writing and reading up to 15 times faster than using a normal hard drive. MSI GT70 Dragon Edition 2 is equipped with one of the most powerful processors and graphic cards ever, plus MSI's killer weapon, NOS, which will boost extra 10% of CPU and GPU performance. MSI GT70 can handle even the toughest games out there. Fast performance isn't everything. MSI got more feature designed for gamers than power users. Don't want to burn your palms? Even after playing games for hours, MSI Cooler Booster 2 and its special thermal design can keep GT70 Dragon Edition 2 always cool and stable. It brings out heat dramatically and makes you comfortable. You need a speedy internet connection to dominate first-person shooting games? MSI Killer Double Shot will ensure you act faster than your enemies, whether you are playing on a LAN network or wireless. In addition, you don't want anything like antivirus or Windows update to disturb you. With Killer Double Shot, MSI GT70 Dragon Edition 2 prioritizes all these tasks and gives you the best internet connection with your choice. Besides, say goodbye to waiting. Watching online HD videos will be faster than ever. Sometimes you may want to check walkthroughs or Facebook status while playing games, and it will be a breeze using MSI GT70 Dragon Edition 2. Matrix display can let you work with up to 4 monitors at the same time. No adapter is required. You don't ever need to jump out of the game anymore. I'm a professional StarCraft player, and I know better than anyone else how important a good gaming keyboard is. MSI works with SteelSeries to deliver the best gaming keyboards on notebooks. MSI GT70 Dragon Edition's 17.3-inch full HD anti-glare screen is big enough and comfortable to eyes when using notebooks for hours. In addition, DynAudio and Audio Boost make music relief. Okay, for gamers and power users, MSI GT70 Dragon Edition 2 is your best choice. MSI Notebook, top player, top choice.